Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. In der letzten Folge sind wir mit unserem kleinen feinen Teil hier angedockt, wenn ihr das hier seht. Hier. Und wir wollten Tilton abholen. Tilton sitzt jetzt. Die Frage ist, wo sitzt Tilton? Tilton, wo sitzt denn du? Wo bist denn im Einsatz? Tilton? Ist der im Lab im Einsatz? Ich weiß es gar nicht. Für was ist denn der zuständig? Tildor, wo ist Tilton? Warte mal, sitzt Tilton hier drin? Tilton? Wo sitzt Tilton? Tagiz? Bobs? Bin ich jetzt blöd? Hier will doch irgendwo Tilton. Ich guck grad, wo wir noch vielleicht Kerbals drin haben können. Tilton! Tiltons! Tilton ist, hat seine ganze Zeit da unten verbracht. Dann ist es klar, warum der jetzt Probleme kriegt. Tilton, ich würde gerne Crew umlegen. Crew transferieren. Transfer. Ah, lass mich raten, hier ist zu. Genau, sind alle geschlossen. Ah ne, warte mal, dann müssen wir jetzt hier einmal Luke öffnen. Muss doch hier auch öffnen, oder? Geht nur einseitig. Luke schließe, Luke öffnen. Luke öffnen. Luke öffnen. Wenn ich jetzt sage, hier Tilton, wo war es denn jetzt wieder? Crew, Raumfahrzeug umbenennen, Steuerung verbessern, Crew transferieren, hier haben wir es auch. Transfer. Da ist schon wieder irgendwas, was ihm nicht passt. Warte mal hier. Was steht hier? Offen. Geschlossen. Aha. Offen. Offen. Da ist auch geschlossen. Geschlossen. Die sind alle zu. Ich weiß nicht mal wieso. Vor allem, man kann hier. Den kann ich nicht mal öffnen. Das ist ja mega geil. Was ist denn das für eine Verarsche? Die Luke ist gleich kaputt, die ist defekt. Wenn ich jetzt mal hier gucken würde, keine Ahnung, hier. Die kann ich auch nicht öffnen, what? Luke öffnen. Hier steht geschlossen, aber es gibt hier auch keinen Button zum Öffnen. Okay, dann müssen wir halt Tilton so überführen. Tilton, du musst jetzt EVA machen. Nicht weit, also mach dir keine Sorgen. Du musst nur auf die andere Seite, weil irgendwie sind die Luken im Arsch. Einfach loslassen. Wir regeln den Rest. Wo ist denn der Eingang? So, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ich müsste meinen Drehdruck auch gleich mal kontrollieren. Tilton fliegt mit, weil der, dem geht's ja nicht so gut. Der ist ja eigentlich krank. Den richtigen Crew-Transfer werden wir in der Zukunft zufügen. Da werden wir dann ausgewählte Leute auf die Station schicken und mal gucken. Ja, die Station ist jetzt eigentlich... Sagen wir, diesen kleinen Zwischendingern gefällt's mir eigentlich nicht mal so gut, aber... Hey. Besser als komplett im Arsch. So, wir haben hier Tilton und Mantors auf dem Deck. Wir tun hier offiziell die Luke schließen. Luke schließen. Abdocken. Ich bin jetzt an der Station, okay. Rückwärtsflug aktivieren. Und schauen, dass wir erstmal aus der Station rauskommen. Jetzt dann nicht nachgetankt, weil ich bin mir relativ sicher, dass wir mit dem aktuellen Verbrauch gut rankommen. Schild schließen. So. Denn meiner Meinung nach, wenn wir einen Schwung von
Manöver hinzufügen machen hier. Sind wir schon bei 400? 170, 36, 49, das ist gut. Wir fliegen währenddessen nicht von der Station weg. Und bis wir dann den Schub geben, sind wir weit genug außer Reichweite. Und können uns dann aus der Atmosphäre springen. Hier vorspulen. Kontrollieren natürlich das Ganze, aber da dürfte eigentlich nichts mehr sein. Ist auch ein Mini-Schub im Grunde nochmal, die Station. Wie als ob sie im Weltraum abhauen würde. So, tschüss, auf Wiedersehen. Nee, aber die Station war mega geil gebaut, das muss ich mir immer noch sagen. Es war zwar mega anstrengend, aber... Leute, ich habe echt das Gefühl, als ob die gerade im Weltraum verschwindet. Die ist einfach nach oben weg. So, bye bye. Never see you again. So, warte mal, ein bisschen Vorspulen noch. So. Und dann geben wir unseren Vorschub. Macht euch ready, Leute. Ihr geht zurück nach Hause. Tilton, um dich wird sich bald gekümmert. Du bist bald wieder in guten Händen. Ob die am Boden besser sind wie im Weltraum, ist natürlich die Frage. Aber du kriegst ein Krankenhaus extra. So. Es kann nur Gutes heißen, wenn wir auf einmal so sind. Minimal noch Schub. Also wir haben immer noch 400 ms und das können wir dann verwenden, um eine Bremsung einzuleiten. Mond verschwindet. Bye bye. Spule ich vor, dann gehen wir direkt hier hin. Hier vorspulen. Warum wurde Autovorspulen abgesprochen? Hierher vorspulen. Ich habe gesagt, ich will, dass du mich hierher vorspulst. So, jetzt spult er vor. Weil es ja wieder ein weiter Flug ist, zwar nicht so extrem schnell, aber Leute, warte mal, ich habe gerade gesehen, wo du genau die Signale hast, okay? Auch interessant. Kerbal Space Center. Hat er wieder umgeschlossen. Interessant, okay. Hier vorspulen, weiter, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Aber so können wir natürlich mit den restlichen MS können wir richtig gut noch runterbremsen, bevor wir überhaupt in die Atmosphäre eintreten. Und somit uns noch ein bisschen halt Wumms sparen können. Oder halt die Geschwindigkeit sparen können, die wir abbremsen müssen, bevor wir reintreten. So, auf welcher Höhe sind wir aktuell? 170.000... Hey, guck mal, das unten kennen wir doch! Ja, es ist... Leute, jetzt haben sie es weggepatcht. Oh ja, okay, die 400 ms machen natürlich jetzt hier nicht so viel aus, aber es ist etwas. Also man sieht schon, wie viel uns das hier verringert in dem Fall. Das geht natürlich jetzt noch weiter runter. Ich weiß gar nicht, ob das dann schlau ist, wenn wir sozusagen so burnen würden. Ich weiß nicht, was schlauer ist. Tun wir so ein bisschen hochbrennen. Ich weiß nicht, ob sich das was bringt. Bringt sich nichts mehr, aber wir sind schon leer. Wir haben. Ja, schauen wir mal, wie gut das wird. Wir warten, bis wir auf die Atmosphäre treffen. Zum Abdocken. So. Ausrichten bitte. Und. Rabutsch! Und da fliegt das Teil da weg.
Unsere gute Station. Die ist unkontrolliert, genauso wie der Rest. Aber wenn wir Glück haben, landen wir da vorne auf der Insel. Als ob das Hitzeschild fast überfordert ist. What? Oh, da vorne zerfällt immer mehr. Knallt da nochmal was? Ich weiß es nicht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, als ob wir in der Höhe, also ob wir bald tiefer sind als das da vorne. Ob das jetzt nur eine Illusion ist oder irgendwas, weiß ich jetzt nicht, aber es schaut sehr interessant aus. So. Komm schon. Der Eintritt ist wieder gut unterwegs. Wo ist ein Time of Impact? Gibt's doch gar nicht, okay. Wir sind auf... Ja, wir werden auf Land landen, denke ich mal. Unsere Geschwindigkeit reduziert sich gerade sowas von. Ja, wir landen fix auf Land. Fixer als Buddha. Der Teil fliegt ein bisschen weiter, aber landet wahrscheinlich auch auf Land. So wie es aktuell ausschaut. Ob wir es sehen können, ist die Frage. Ich würde es gerne wieder sehen. So, ich öffne die ersten zwei Fallschirme. Die sollen den Fall ja so ein bisschen abbremsen. Ich warte nur darauf, dass ich einen zweiten Brustschirm auf einmal. Wir öffnen den nächsten Fallschirm. Immer noch eine sehr hohe Geschwindigkeit drauf, Leute. Oh, jetzt hat es geknallt. So, die Bremsfallschirme haben gewirkt. Jetzt muss dann noch der Hauptfallschirm aufgehen. Dann haben wir es offiziell geschafft. Horizontal Speed haben wir 5 Meter pro Sekunde. Vertical minus 41. Und der Hauptfallschirm öffnet sich und jetzt sollte die Geschwindigkeit der rapide sinken, oder? Millimeter pro Sekunde. Jetzt werden wir aber genau, du. Jetzt werden wir genau. Ja, mit den 12, damit komme ich klar. Aber Hauptsache, wir sinken jetzt langsam mal zu Boden. Das wäre jetzt schon mal etwas, du. Das wäre schon mal etwas. 100 Meter. Und Touchdown. Und wir können sie mit wohlwollenden Grüßen zurück erwarten. Tilton ist nun im Krankenhaus gelandet, wird auf seine Strahlenvergiftung untersucht. Und ich würde sagen, wir müssen mal schauen, dass wir bald eine größere Mission hochschicken mit Körperaustausch. Wie wir alle auf einen Schlag zurückkriegen, das ist die Frage. Ich glaube, da müssen wir so einen Transporter wirklich bauen, der dann mit einzelnen Mini-Dogs versorgt wird, die dann abknallen. Also sozusagen so kleinere Raketen, die dann sozusagen alle nacheinander auf den Boden geschossen werden. Also kleine Kapseln, die dann einfach abgeschossen werden. Wie so ein Notkapselsystem. Da könnten wir rein theoretisch was bauen, dass du sozusagen dockst, umkapelst, also umtauscht die Leute und dann schickst du die Leute wieder zurück, tust dich mit dem Teil treffen oder das Teil trifft dich. Dann steigen die Kapseln werden andockt, die Leute steigen um und fallen dann zu Boden. Oder wir versuchen, dass wir mal wirklich ein funktionierendes Teil bauen. Aber Leute, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge versuche ich ein bisschen Forschung zu sammeln. Ich werde mich wahrscheinlich auf Mon ein bisschen bewegen, auf Minmus ein bisschen bewegen. Auf neue Planeten werde ich auf jeden Fall nicht gehen. Aber ich werde wahrscheinlich auf Duna auch mit unserem Rover weiter rumfahren, damit der mal ein bisschen Forschung hat. Und ja, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.